Na, da bin ich auch vorne dabei, denke ich. Camacho, der Schlimmste. Ich sitze neben Camacho und habe ich immer seine Hinterhose bei mir, seine Socken. Immer, ne? Das ist ganz schlimm bei ihm. Ich glaube jeder, weil meistens nach dem Training, wir sind alle müde und dann wir schmeißen einfach auf den Boden und so. Azawi, manchmal, weil ich bin neben ihm so. Und deiner ist immer tipptopp? Fast immer. Luca, den mal. Luca. Ey, sein Platz war komplett voll, alles voll, du hast auch immer alles rausgeflogen. Aber jetzt sieht eigentlich, glaube ich, alles ordentlich aus. Boah, Wout Weghorst, ich glaube, da liegt alles drin, was er zwischen zu Hause und VW Wolfsburg Center gefunden hat, liegt da alles, glaube ich. William. Ich glaube, bei dem ist immer unaufgeräumt, aber auch Wout. Wout. Von seiner Kabine, der hat gesagt, ja, Wout. Ja, nein, stimmt. Es sind viele Sachen drin. Höbi wird eigentlich immer böse auf ihn. Dann sagt er immer, komm, mach das mal sauber und ordentlich, aber nein, ich bin es leider sauber. Rus oder Renato? Beide sind richtig gut. Sie mögen gerne dieses Lied von John Legend. All of me. Ich habe nicht alle gehört, aber ich glaube, Yannick macht das gut. Josh vielleicht. Was singt denn der? Französische Musik. Chansons. Chansons, die Chansons française. Wow. Ey, wir haben zwei Sänger, zwei gute. Renato. Und Wout. Wout kann auch super singen. Den hat uns leider verlassen. Marvin Stefania konnte super singen. Und unter der Dusche singe ich eigentlich alles, was mir so durch den Weg geht. Von Schlager bis Oldie Music bis hin zur Hip-Hop, eigentlich alles. Yannick Gerhardt, den habe ich jetzt ein paar Mal singen gehört und der hat wirklich eine Engelsstimme. Wout. Ich gehört immer Wout in Dusche. Ja, das ist Yannick Gerhardt. Deutlich. Nein, der singt alles. Der kann alles. Nein, Ed Sheeran macht er, glaube ich, auch gerne. Und Elvis. Elvis kann auch gut singen. Jetzt kannst du weitermachen. Schwer, einen Spieler zu nennen, weil da sind ein paar. Also einige Spieler sind schon auf die Grenze, muss ich sagen. Ich würde sagen, Russia. Ja, immer. Oh, weißt du, wir haben, er hat ein iPad, aber er nutzt sein Handy, um zu einem Film zu gucken. So, das macht auch keine. Er ist dumm, einfach dumm. Ja, guck mal, Idiot de Chambre. Ja, ich glaube jetzt fast alle. Früher war das nicht erlaubt in Kabine, aber jetzt, ich glaube, jetzt ist so im Leben normal, dass viel geht über Handy, WhatsApp und so, und deswegen sind viele auf dem Handy. Lukas. Und Russ. Er ist Russ. Schlimmste. Das hat Josh auch gesagt, gibt's immer so. Ja, Russ, ja. Gefühlt alle. In der heutigen Zeit fast alle, aber ich glaube, der Renato ist eigentlich schon am meisten. Auch unter der Dusche? Ja, da legt er sich kurz davor weg, das Handy. Meiste Zeit am Handy. Boah. Ich glaube, da gibt es viele bei uns in der Kabine, aber ja, Maximilian Arnold, sicher auch dabei. In die Mannschaft vielleicht Brekalo? Ja, er war immer mit seinem Handy in der Hand. Ruschi. Ja, Renato ist auch viel, muss ich sagen. Der haben auch immer guckt immer diese Game, was die dann schon spielen, um zu zocken. Guckt dir immer so Videos an auf YouTube. Das macht Renato immer, aber Russi, der spielt auch immer so kleine Spiele und so. Der sitzt natürlich neben mir, so ich sehe das immer. Der ist fast immer dran. Das ist nicht eine gute Frage. Aber Renato ist schon sehr, kannst du ihm nichts sagen. Er nimmt es immer bei Herz, aber auch ein sehr guter Junge. Keiner. Wir sind alle Mannschaftsplayer.
Laut. Es gibt auch viele. Ich würde sagen, am meisten von sich überzeugt ist Daniel Ginczek. Der schaut sich manchmal gerne an und redet manchmal gerne auch über sich. Maximilian Arnold. Vielleicht Maxi und Renato. Ja. Maximilian, ja. Aber positiv.